Wunderschönen guten Batman, meine sprudeligen Spritzer. Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem folgenden Counter-Strike-Video. Haut ein Like raus, nachdem ihr das Video enjoyed habt. Peace! Yo, wunderschönen Batman, sprudeligen Spritzer. Ronny ist hier am Start und wir sind wieder am Ausrasten auf Pandaskins. Gambling ist natürlich gewacht, wenn ihr nur eine coole Idee übrig habt. Heutiges Thema wird auf jeden Fall Führerschein sein und Mucke. Wegen dem Giveaways von der anderen Seite. Ich habe es im letzten Video erwähnt, was die Sache ist, weil ich sehe es unter jedem Video, dass ich die endlich auslosen soll, und da gebe ich euch 100% recht. Kurzfassung, komplett meine Schuld. Ich habe da einfach ewig verplant, das auszuzahlen, weil es einfach gerade so stressig ist mit Familie und Hausbau und dies, das, und ich allgemein auch gerade so eine Knickzeit habe, irgendwie ein bisschen. Genau, habe es nochmal erklärt, aber wird jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall kommen. Ich habe euch auch gefragt, was ihr lieber mögt, ob ihr lieber kleine Giveaways mögt oder mal ein großes zwischendurch. Aber schaut es euch einfach an für diejenigen, die es interessiert, bevor ihr unter jedes Video schreibt, ey. Genau, so, jetzt werden wir hier auf jeden Fall ordentlich ausrasten. Führerschein werde ich heute zur Vorprüfung gehen sozusagen, zur theoretischen Vorprüfung, und muss dann, ja, weiß auch nicht, die kommenden Wochen irgendwann mal die richtige Prüfung machen, hoffentlich, wenn ich die Vorprüfung so einigermaßen schaffe. Bei mir war es ja aufgrund von einem Unfall, dass ich ihn ewig lang nicht gemacht habe. Jetzt wird aber angegriffen, weil es einfach auch gerade mit den Kindern ist einfach viel angenehmer, ne? Wenn die Kinder mal irgendwo hinwollen und wie auch immer, ist sonst echt, echt nervig. Davor ging's. Aber jetzt mit den Kids ist natürlich nervig und da führt kein Weg am Führerschein vorbei. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wann ihr euren Führerschein gemacht habt und ob ihr eher der Typ seid, der sagt, boah geil, ich hab richtig Bock auf Autofahren. Oh komm, wir machen mal hier ein bisschen Kisten nebenbei auf. Eigentlich ist es die Panda-Kiste, aber wir haben nicht so viel Guthaben. Crony, komm, dann zimmern wir halt einfach nochmal die Crony-Case durch. Ob ihr jemand seid, der sagt, boah, ich hab richtig Bock auf Autofahren, ich fahre auch voll gerne nach Italien, Österreich oder wie auch immer. Oder Holland oder keine Ahnung, ne? Oder seid ihr eher jemand, der sagt, ah, ich fahre nur, wenn es sein muss. Ist jetzt halt, man macht es, weil es halt bequemer ist als Zug, Bahn oder Bus oder wie auch immer, ne? Aber es gibt euch jetzt keinen sonderlichen Kick. Weil es gibt ja wirklich so die Leute, die einfach rumfahren, wenn denen langweilig ist. So Ellenbogen aus dem Fenster und so ein bisschen die Gegend beobachten und so. Wäre ich jetzt, glaube ich, nie der Typ für. Weiß ich nicht, ob es am Unfall liegt oder... Egal, aber allgemein wäre ich ja nicht so der Typ für. Also ich würde... Oder ich werde auch einfach nur fahren, um von A nach B zu kommen, so mäßig. Natürlich will man trotzdem auch ein schönes Auto irgendwie. Bei mir muss es jetzt kein AMG oder sonstige Sachen sein. Davon ab, dass man es sich nicht leisten kann oder ich zumindest nicht. Aber, ja, weiß ich auch nicht, einfach so ein neuerer VW oder irgendwas. Vielleicht auch ein Mercedes, aber halt, weiß ich nicht, ein CLA oder A-Klasse oder wie auch immer. Wo man einfach gerne drin sitzt, bequem drin sitzt und, lol, oder es geht trotzdem minus. Und zwar einfach gemütlich hat, wenn man unterwegs ist, ne? Ist einfach, denke ich, vor allem der Innenraum ist mir wichtiger als außen, weil man dann einfach so, ja, schönes Gefühl hat. Aktuell haben wir, weil ihr wisst ja, wir hatten auch mal so ein Mercedes-Ding irgendwie, wo das erste YouTube-Money reinkam. Jetzt haben wir aktuell so einen Seat, der auch relativ neu ist, aber ich muss sagen, wenn du mit dem Seat auf der Autobahn bei 120 bist, musst du anfangen zu schreien, weil halt einfach alles so laut ist. Bei 150 natürlich noch schlimmer. Und bei Mercedes konntest du 180 brettern und dich ganz normal unterhalten, ne? Also da fühlst du dich schon viel, viel wohler und sicherer irgendwie auch als in dem Seat. Aber, wow, wir haben mal Profit gemacht, $3. Ist noch nicht die Welt, aber wir steigern uns. Auch da bin ich natürlich auf eure Erfahrung gespannt. Ob es euch was ausmacht. Also ich hasse das, auf der Autobahn unterwegs zu sein mit einem Seat jetzt in unserem Fall. Oder Opel oder wie auch immer, ne? Zumal es natürlich bei Opel auch jetzt so High Class gibt, gibt es auch bei Seat, dass die dann auch gut verschallt sind sozusagen, aber so bei den Standardautos für zwischen 1.000 und 15.000 Euro ist es, glaube ich, immer ein relativer Krampf, ne? Außer du nimmst halt einen alten Mercedes, alten BMW, alten VW, wie auch immer, oder alten Audi. Naja, schreibt mal eure Kommentare, eure Erfahrungen unten rein und vielleicht auch mit dazu, was für ein Auto ihr habt. Weil bei uns steht jetzt langsam auch ein neues an, weil wir des Öfteren auch mal weite Strecken fahren und das mit dem Seat, wie gesagt, ein absoluter Krampf ist. Ja, mein Traum wäre halt irgendwie so ein, also jetzt gerade mit der Familie, ne, das sind vierköpfig inzwischen, mein Traum wäre halt irgendwie so ein großer VW-Bus oder so ein Mercedes-Bus, wo man auch so Filmen kennt, wo die Leute immer entführt werden. Da wisst ihr bestimmt direkt, was ich meine. Ah, finde ich einfach richtig geil, wenn du hinten drin so richtig vier Sitze hast, die so gegenüber sind, und in der Mitte hast du so richtig viel Platz und so und kannst einfach baumeln lassen, und vorne können dir nochmal zwei Leute sitzen. Dass du einfach so einen riesen Sechssitzer hast irgendwie.
Oder VW Tiguan finde ich auch extrem geil. Tiguan Allspace. Also nicht den normalen Tiguan, der ist so rund, der gefällt mir nicht, aber dieser Allspace oder Airline heißt es, glaube ich, bei VW, finde ich auch extrem geil, wenn es so ein bisschen kantig und eckig ist und so. Da hätte man natürlich wieder das Problem mit dem Platz, der sieht geil aus, ist ein SUV, aber ist ein ziemlich kleiner SUV, ne? Da kriegst du wirklich fast nichts rein, wenn du da Kinder drin hast, so ein Kofferraum, nochmal 3 Taschen, dann ist schon wieder voll. Das ist dann auch nicht so der Shit, sage ich jetzt mal. Ach komm, beim ersten Pandaskins-Video müssen wir es halt einfach auch mal krachen lassen. Ach, wir schaffen es eh nie. Wir schaffen es halt einfach eh nie. Machen wir mal ganz schnell. Ey. Okay, Skin da ist. Wir müssen hier die Situation mal ändern. Wir machen hier 25% fühle ich gerade. Unter 25%. Aber dann hätten wir trotzdem nur eine $100-Skin. What the fuck? Aber wir haben den $100-Skin immerhin mal. So, und jetzt machen wir noch drüber, dann haben wir 400 Euro. Nein. Hätte ich doch nochmal drunter gemacht. Oh, RIP, ey. Ah, hier müssen wir noch ein bisschen sparen. Die machen wir auf jeden Fall das nächste Mal nochmal auf. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bin gespannt auf eure Kommentare. Haut rein und ciao.